Willst du ein Bild im Internet veröffentlichen, so ist es am einfachsten, wenn du das Bild selber fotografierst. Nun, leider ist das nicht immer möglich und so bleibt dir nichts anderes übrig, als den Fotografen eines Bildes, das du im Internet gefunden hast, um die Erlaubnis zu bitten. Das ist allerdings auch manchmal recht kompliziert. Es ist gar nicht so einfach herauszufinden, wer eigentlich der Urheber eines Bildes ist. Und dafür empfehle ich dir eben, die entsprechende Suche zu verfeinern. Ich habe es dir im Zusammenhang mit der Internetsuche schon gezeigt. Ich suche nach einem Bild des Matterhorns. Bei den erweiterten Sucheinstellungen kannst du im unteren Bereich bei den Nutzungsrechten eben einen Filter einfügen. Ich will sie kostenlos nutzen oder weitergeben. Hier kannst du auch nach Bildern suchen, die du sogar noch verändern darfst. Oder falls du kommerziell arbeitest, also Geld verdienst mit deiner Webseite, dann wäre das die richtige Option. Hier nun also alles Bilder, bei denen du das Recht hast, diese Bilder weiter zu verwenden, weiter zu veröffentlichen und sogar selber zu verändern. Plattformen, die sehr viele solche Bilder haben und eben gut sind, eben auch als Ausgangspunkt für so eine Suche, wäre Wikicommons. Auch hier sind alle Bilder, die hier aufgelistet sind, frei verfügbar. Ich nehme mal das erstbeste, qualitativ nicht über alle Zweifel haben, aber du siehst, von wem es, was es darstellt, von wem es aufgenommen wurde und was du für Rechte hast in diesem Zusammenhang. Und falls du das Bild eben direkt im Internet einfügen willst, dann klickst du auf diesen Link und hast hier den entsprechenden Code, gleich auch mit der Bildunterschrift, wo eben die Quelle angegeben wird. Das ist nämlich ganz wichtig, auch wenn du das Recht hast, das Bild weiter zu verwenden, es wird erwartet, dass du eben den Fotografen bzw. den Urheber eben angibst. Eine dritte Plattform ist Flickr. Das ist die größte Foto-Community. Hier können alle Leute ihre Bilder, seien sie privat oder von allgemeinem Interesse, hochladen. Du hast die Möglichkeit, hier die Bilderrechte zu behalten und einzuschränken, aber viele sind eben freigegeben und das kannst du auch wieder filtern über die erweiterte Suche, indem du hier bei der Lizenz nach Creative Commons Lizenz suchst. Das ist also eine spezielle Lizenz, die eben das Weiterverwenden bzw. Weiterbearbeiten eben zulässt. Ebenso wieder unterschieden nach kommerzieller Nutzung oder eben rein privater Nutzung. Und das sind nun alles Bilder, für die du die Rechte hast, die du einbauen darfst. Du kannst sie runterladen bzw. eben mit den entsprechenden Angaben zum Urheber auf deiner eigenen Webseite einbauen. Also ein Link zu dieser Seite wäre dann angebracht.